vom armen Bibi. Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. Meine Mutter trug mich in die Städte hinein, als ich in ihrem Leibe lag. Und die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. In der Asphaltstadt bin ich daheim. Von allem Anfang, versehen mit jedem Sterbsakrament, mit Zeitungen und Tabak und Branntwein. Misstrauisch und faul. Und zufrieden am Ende. Ich bin zu den Leuten freundlich. Ich setze einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch. Ich sage, es sind ganz besonders riechende Tiere. Und ich sage, es macht nichts. Ich bin es auch. In meine leeren Schaukelstühle vormittags setze ich mir mitunter ein paar Frauen. Und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen, in mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen. Gegen Abend versammle ich um mich Männer. Wir reden uns da mit Gentlemen an. Sie haben ihre Füße auf meinen Tischen und sagen, es wird besser mit uns. Und ich frage nicht, wann. Gegen Morgen, in der grauen Frühe, pissen die Tannen und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schreien. Um die Stunde trinke ich mein Glas in der Stadt aus und schmeiße den Tabakstummel weg und schlafe beunruhigt ein. Wir sind gesessen, ein leichtes Geschlechte, in Häusern, die für unzerstörbare galten. So haben wir gebaut die langen Gehäuse des Eilands Manhattan und die dünnen Antennen, die das Atlantische Meer unterhalten. Von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging. Der Wind. Fröhlich mache das Haus den Esser. Er lehrt es. Wir wissen, dass wir Vorläufige sind und nach uns wird kommen nichts Nennenswertes. Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit. Ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen, aus den schwarzen Wäldern, in meiner Mutter, in früher Zeit. Das Lied von der Schlacht. Die Schlacht begann im Morgengrauen, wurde blutig am Mittag. Der erste fiel vor mir, der zweite fiel hinter mir, der dritte neben mir. Auf den ersten trat ich, den zweiten ließ ich, den dritten durchbohrte der Hauptmann. Mein einer Bruder starb an einem Eisen, mein anderer Bruder starb an einem Rauch. Feuer schlugen sie aus meinem Nacken, meine Hände gefroren in den Handschuhen, meine Zehen in den Strümpfen. Gegessen hab ich Espenknospen, getrunken hab ich Ahornbrühe, geschlafen hab ich auf Steinen im Wasser. Das Lied von der Widersinnigkeit des Krieges. Warum bluten unsere Söhne nicht mehr? Weinen unsere Töchter nicht mehr? Warum haben Blut nur mehr die Kälber auf dem Schlachthof? Fränen nur mehr die Weiden gegen Morgen am Urmisee? Der Großkönig muss eine neue Provinz haben. Der Bauer muss sein Milchgeld hergeben, damit das Dach der Welt erobert wird. Werden die Hüttendächer abgetragen? Unsere Männer
werden in alle vier Winde verschleppt, damit die Oberen zu Hause tafeln können. Die Soldaten töten einander. Die Feldherren grüßen einander. Die Schlacht ist verloren, aber die Helme sind bezahlt worden. Ist es so, ist es so, ist es so, ist es so? Ja, 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 ja. So ist es. Darum bluten unsere Söhne nicht mehr. Weinen unsere Töchter nicht mehr. Darum haben Blut nur mehr die Kälber auf dem Schlachthof. Tränen nur mehr die beiden gegen morgen am Urmisee. Das Lied vom Chaos, von der Schönheit der Revolution. Der Sohn des Angesehenen ist nicht mehr zu erkennen. Das Kind der Herrin wird zum Sohn ihrer Sklavin. Die Ratsherren suchen schon Obdach im Speicher, der kaum auf den Mauern nächten durfte, räkelt jetzt sich im Bett. Der sonst das Boot ruderte, besitzt jetzt Schiffe. Schaut ihr Besitzer nach ihnen, so sind sie nicht mehr sein. Fünf Männer sind ausgeschickt von ihren Herren. Sie sagen: Geht jetzt selber den Weg. Wir sind angelangt. Ja, so wäre es beinahe gekommen bei uns, wenn die Ordnung noch länger vernachlässigt worden wäre. Aber dieser schöne Traum ist ausgeträumt. Frieden in Grusinien. Die Ämter sind überfüllt, die Beamten sitzen bis auf die Straße. Die Flüsse treten über die Ufer und verwüsten die Felder, die ihre Hosen nicht selber runterlassen können. Regieren Reiche, sie können nicht auf vier zählen, fressen aber Gänge. Die Weber gehen von den Webstühlen in Lumpen. Ist es so? Ist es so? Ist es so? Ja, 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 ja. So ist es. Darum bluten unsere Söhne nicht mehr. Weinen unsere Töchter nicht mehr. Darum haben Blut nur mehr die Kälber auf dem Schlachthof. Tränen nur mehr die beiden gegen morgen am Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Lao Tse
in die Emigration. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Und er gürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig, doch es wurde dies und das, so die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las. Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirg den Weg einschlug, und sein Ochse freute sich des frischen Grases, kauend, während er den Alten trug. Denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt, Kostbarkeiten zu verzollen? Keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch das erklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an, und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre, da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann, und er schrie, »He du, halt an! Was ist das mit diesem Wasser, Alter?« Hielt der Alte. »Interessiert es dich?« sprach der Mann. »Ich bin nur Zollverwalter, doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, dann sprich, schreib mir's auf, diktier es diesem Kinde. Sowas nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. Und ein Nachtmahl gibt es auch. Ich wohne dort. Na, ist das ein Wort?« Über seine Schulter sah der Alte auf den Mann. Flickjoppe, keine Schuhe. Und die Stirne eine einzige Falte. Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu. Und er murmelte, auch du? Eine höfliche Bitte abzuschlagen war der Alte, wie es schien, zu alt. Denn er sagte laut, die etwas fragen, die verdienen Antwort. Sprach der Knabe, es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Weise. 7 Tage schrieben sie zu zweit, und der Zöllner brachte Essen, und er fluchte nur noch leise mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war's soweit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines Morgens 81 Sprüche ein. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Sagt jetzt, kann man höflicher sein? Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt. Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt. Gegen Verführung. Lasst euch nicht verführen. Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen. Ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht betrügen, das Leben wenig ist. Schlürft es in vollen Zügen. Es kann euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst. Lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Moder den Verwesten. Das Leben ist am größten, es steht nicht mehr bereit. Lasst euch nicht verführen, zu frohen und ausgezehr. Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher. Fragen eines lesenden Arbeiters.
Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hat er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. An meine Landsleute, ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten, habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen. Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen, als ob die Alten nicht gelanget hätten. Ich bitt euch, habet mit euch selbst Erbarmen. Ihr Männer, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr säßet unter Dächern schließlich jetzt, hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt. Und unter Dächern sitzt es sich doch besser. Ich bitt euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen, müsst ihr um Einsicht eure Eltern bitten. Sagt laut, ihr wollt nicht in Ruinen wohnen und nicht das leiden, was sie selber litten. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen. Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben, den Krieg zu dulden oder nicht zu dulden, ich bitt euch, lasset eure Kinder leben, dass sie euch die Geburt und nicht den Tod dann schulden. Ihr Mütter, lasset eure Kinder leben. Ciotta. Nach dem Ersten Weltkrieg sahen wir in der kleinen südfranzösischen Hafenstadt La Ciotat bei einem Jahrmarkt zur Feier eines Schiffsstapellaufs auf einem öffentlichen Platz das bronzene Standbild eines Soldaten der französischen Armee, um das die Menge sich drängte. Wir traten näher hinzu und entdeckten, dass es ein lebendiger Mensch war, der da unbeweglich in erdbraunem Mantel, den Stahlhelm auf dem Kopf, ein Bajonett im Arm, in der heißen Junisonne auf einem Steinsockel stand. Sein Gesicht und seine Hände waren mit einer Bronzefarbe angestrichen. Er bewegte keinen Muskel, nicht einmal seine Wimpern zuckten. Zu seinen Füßen an dem Sockel lehnte ein Stück Pappe, auf dem folgender Text zu lesen war. Der Statue ein Mensch en Statue. Ich, Charles-Louis Franchard, Soldat im X. Regiment, erwarb als Folge einer Verschüttung vor Verdun die ungewöhnliche Fähigkeit, vollkommen unbeweglich zu verharren und mich beliebige Zeit lang wie eine Statue zu verhalten. Diese meine Kunst wurde von vielen Professoren geprüft und als eine unerklärliche Krankheit bezeichnet. Spenden Sie bitte einem Familienvater ohne Stellung eine kleine Gabe. Wir warfen eine Münze in den Teller, der neben dieser Tafel stand, und gingen kopfschüttelnd weiter. Hier also, dachten wir, steht er, bis an die Zähne bewaffnet, der unverwüstliche Soldat vieler Jahrtausende. Er, mit dem Geschichte gemacht wurde, er, der alle diese großen Taten der Alexander, Cäsar, Napoleon ermöglichte, von denen wir in den Schullesebüchern lesen. Das ist er. Er zuckt nicht mit der Wimper.
Das ist der Bogenschütze des Cyrus, der Sichelwagenlenker des Kambyses, den der Sand der Wüste nicht endgültig begraben konnte, der Legionär Cäsars, der Lanzenreiter des Genghis Khan, der Schweizer des 14. Ludwig und des 1. Napoleon Grenadier. Er besitzt die eben doch nicht so ungewöhnliche Fähigkeit, sich nichts anmerken zu lassen, wenn alle erdenklichen Werkzeuge der Vernichtung an ihm ausprobiert werden. Wie ein Stein, fühllos, sagt er, verharre er, wenn man ihn in den Tod schicke. Durchlöchert von Lanzen der verschiedensten Zeitalter, steinernen, bronzenen, eisernen, angefahren von Streitwagen, denen des Artaxerxes und denen des Generals Ludendorff, zertrampelt von den Elefanten des Hannibal und den Reitergeschwadern des Attila, zerschmettert von den fliegenden Erdstücken der immer vollkommeneren Geschütze mehrerer Jahrhunderte, aber auch den fliegenden Steinen der Katapulte, zerrissen von Gewehrkugeln, groß wie Taubeneier und klein wie Bienen, steht er, unverwüstlich, immer von Neuem, kommandiert in vielerlei Sprachen, aber immer unwissend, warum und wofür? Die Ländereien, die er eroberte, nahm nicht er in Besitz, so wie der Maurer nicht das Haus bewohnt, das er gebaut hat. Noch gehört ihm etwa das Land, das er verteidigte. Nicht einmal seine Waffe oder seine Montur gehört ihm, aber er steht über sich den Todesregen der Flugzeuge und das brennende Pech der Stadtmauern, unter sich Mine und Fallgrube, um sich Pest und Gelbkreuzgas, fleischender Köcher für Wurfspieß und Pfeil, Zielpunkt, Tankmatsch, Gaskocher, vor sich den Feind und hinter sich den General. Unzählige Hände, die ihm das Wams webten, den Harnisch klopften, die Stiefel schnitten, unzählbare Taschen, die sich durch ihn füllten, unermessliches Geschrei in allen Sprachen der Welt, das ihn anfeuerte, kein Gott, der ihn nicht segnete, ihn, der behaftet ist mit dem entsetzlichen Aussatz der Geduld, ausgehöhlt von der unheilbaren Krankheit der Unempfindlichkeit. Was für eine Verschüttung, dachten wir, ist das, der er diese Krankheit verdankt. Diese furchtbare, ungeheuerliche, so überaus ansteckende Krankheit. Sollte sie, fragten wir uns, nicht doch heilbar sein? Kennt ihr noch das Lied von dem Kanonier vom Jemissel aus dem Ersten Weltkrieg, wo gegen den Zaren gefochten worden ist? Bei der Kanone dort. Bei der Kanone dort lud er in einem Fort. Bei der Kanone dort lud er in einem Fort. Eine Kugel kam behende, riss vom Leib in beide Hände, und er stand weiter dort und lud in einem Fort. Eine Kugel kam behende, riss vom Leib in beide Hände, und er stand weiter dort und lud in einem Fort. Bei der Kanone dort lud er in einem Fort. Bei der Kanone dort lud er in einem Fort. Der Kälbermarsch. Hinter der Trommel her rotten die Kälber, das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie heben die Hände hoch, sie zeigen sie her. Sie sind schon blutgefleckt und sind noch leer. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie tragen ein Kreuz voran auf blutroten Flaggen. Das hat für den armen Mann einen Kreuz.
erster Ruf. Die Augen fest geschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Das deutsche Miserere. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 2 Wochen. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 4 Wochen. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das große Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das nackte Leben seit 2 Jahren. Eines schönen Tages befehlen noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Gott bewahr uns und führ uns wieder nach Haus, führ uns wieder nach Haus. Das Lied von der Moldau. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen 3 Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Und gehen sie einher auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen 3 Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Die Nachtlager. Ich höre, dass in New York an der Ecke der 26. Straße und des Broadway während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht und den Obdachlosen, die sich ansammeln, durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. Die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Aber einige Männer haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.
Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. Einige Menschen haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Aber die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Die Regierung als Künstler. Für den Bau von Palästen und Stadien wird viel Geld ausgegeben. Die Regierung gleicht darin einem jungen Künstler, der den Hunger nicht scheut, wenn es gilt, seinen Namen berühmt zu machen. Allerdings ist der Hunger, den die Regierung nicht scheut, der Hunger der anderen, nämlich des Volkes. Gleich dem Künstler verfügt die Regierung über allerhand übernatürliche Kräfte. Ohne dass man ihr etwas sagt, weiß sie alles. Was sie kann, hat sie nicht gelernt. Sie hat nichts gelernt. Ihre Bildung ist eher mangelhaft, jedoch zauberhafterweise ist sie fähig, bei allem mitzureden, alles zu bestimmen, auch was sie nicht versteht. Ein Künstler kann bekanntlich dumm sein und doch ein großer Künstler sein. Auch darin gleicht die Regierung dem Künstler. Wie man von Rembrandt sagt, dass er nicht anders gemalt hätte ohne Hände geboren, so kann man auch von der Regierung sagen, sie würde ohne Kopf geboren nicht anders regieren. Erstaunlich beim Künstler ist die Erfindungsgabe. Wenn man der Regierung zuhört, bei ihren Schilderungen der Zustände, sagt man, wie sie erfindet. Für die Wirtschaft hat der Künstler nur Verachtung übrig. Ganz so auch verachtet die Regierung bekanntlich die Wirtschaft. Natürlich hat sie einige reiche Gönner. Und wie jeder Künstler lebt sie davon, dass sie sich Geld pumpt. Bei der Geburt eines Sohnes. Nach dem chinesischen des Su Tung Pe 1036 bis 1101. Familien, wenn ihnen ein Kind geboren ist, wünschen es sich intelligent. Ich, der ich durch Intelligenz mein ganzes Leben ruiniert habe, kann nur hoffen, mein Sohn möge sich erweisen als unwissend und denkfaul. Dann wird er ein ruhiges Leben haben, als Minister im Kabinett. Wenn die Haifische Menschen wären. Die kleine Tochter seiner Wirtin fragte Herrn Keuner, wenn die Haifische Menschen wären, wären sie dann netter zu den kleinen Fischen? Na sicher, sagte Herr Keuner, wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die kleinen Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand Nahrung drin, sowohl Pflanzen als auch Tierzeug. Sie würden sorgen, dass die Kästen immer frisches Wasser hätten und sie würden überhaupt allerhand sanitäre Maßnahmen treffen. Wenn zum Beispiel ein Fischlein sich die Flosse verletzen würde, dann würde ihm sogleich ein Verband gemacht, damit es den Haifischen nicht wegstürbe vor der Zeit. Damit die Fischlein nicht trübsinnig würden, gäbe es ab und zu große Wasserfeste, denn lustige Fischlein schmecken besser als trübsinnige. Es gäbe natürlich auch Schulen in den großen Kästen. In diesen Schulen würden die Fischlein lernen, wie man in den Rachen der Haifische schwimmt. Sie würden zum Beispiel Geografie brauchen, damit sie die großen Haifische, die faul irgendwo liegen, finden könnten. Die Hauptsache wäre natürlich die moralische Ausbildung der Fischlein. Sie würden unterrichtet werden, dass es das Größte und Schönste sei, wenn ein Fischlein sich freudig aufopfert und dass sie alle an die Haifische glauben müssten, vor allem, wenn sie sagten, sie würden für eine schöne Zukunft sorgen. Man würde den Fischlein beibringen, dass diese Zukunft nur gesichert sei, wenn sie gehorsam lernten. Vor allen niedrigen, materialistischen, egoistischen und marxistischen Neigungen müssten sich die Fischlein hüten und es sofort den Haifischen melden, wenn eines von ihnen solche Neigungen verriete. Wenn die Haifische Menschen wären,
würden sie natürlich auch untereinander Kriege führen, um fremde Fischkästen und fremde Fischlein zu erobern. Die Kriege würden sie von ihren eigenen Fischlein führen lassen. Sie würden die Fischlein lehren, dass zwischen ihnen und den Fischlein der anderen Haifische ein riesiger Unterschied bestehe. Die Fischlein, würden sie verkünden, sind bekanntlich stumm, aber sie schweigen in ganz verschiedenen Sprachen und können einander daher unmöglich verstehen. Jedem Fischlein, das im Krieg ein paar andere Fischlein, feindliche, in anderer Sprache schweigende Fischlein, tötete, würden sie einen kleinen Orden aus Seetang anheften und den Titel Held verleihen. Wenn die Haifische Menschen wären, gäbe es bei ihnen natürlich auch eine Kunst. Es gäbe schöne Bilder, auf denen die Zähne der Haifische in prächtigen Farben, ihre Rachen als reine Lustgärten, in denen es sich prächtig tummeln lässt, dargestellt wären. Die Theater auf dem Meeresgrund würden zeigen, wie heldenmütige Fischlein begeistert in der Haifischrachen schwimmen, und die Musik wäre so schön, dass die Fischlein unter ihren Klängen die Kapelle voran, träumerisch und in allerangenehmste Gedanken eingelullt in die Haifischrachen strömten. Auch eine Religion gäbe es da, wenn die Haifische Menschen wären. Sie würden lehren, dass die Fischlein erst im Bauch der Haifische richtig zu leben beginnen. Übrigens würde es auch aufhören, wenn die Haifische Menschen wären, dass alle Fischlein, wie es jetzt ist, gleich sind. Einige von ihnen würden Ämter bekommen und über die anderen gesetzt werden. Die ein wenig größeren dürften sogar die kleineren auffressen. Das wäre für die Haifische nur angenehm, da sie dann selber öfter größere Brocken zu fressen bekämen. Und die größeren, postenhabenden Fischlein würden für die Ordnung unter den Fischlein sorgen. Lehrer, Offiziere, Ingenieure im Kastenbau werden und so weiter und so weiter. Kurz, es gäbe überhaupt erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische Menschen wären. Kinderhymne. Anmut sparet nicht, noch Mühe. Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein, und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Ich benötige keinen Grabstein, aber wenn ihr einen für mich benötigt, wünschte ich, es stünde darauf, er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Durch eine solche Inschrift wären wir alle geehrt.